Guten Morgen, liebe Freunde des Doc Pies Küstenkanals. Ich bin heute mal wieder Birkel-Leuchtturm gewesen, erfolgreich, aber dazu komme ich gleich. Im Moment ist es Fischen an der Küste wirklich interessant. Hornhechte, Makrelen, Heringe, Dorsche und natürlich Meerforellen beißen im Moment. Und von daher ist das Angeln sehr abwechslungsreich. Und bringt unheimlich Spaß. Gestern Abend war ich zum Beispiel den Schnienhof mit der Fliegenrute unterwegs und da habe ich ein paar Heringe gefangen und einen untermaßigen Dorsch. Ja, warum habe ich mich heute Morgen für Birkel-Leuchtturm entschieden? Ich war neulich mit der Fliegenrute hier und bin schier verzweifelt, weil in, weiß ich, so 50, 60, 70 Meter Entfernung sind Forellen gesprungen, gebuckelt, auch richtig große Forellen dabei und ich bin mit der Fliegenrute einfach nicht an Fisch gekommen. Und dann habe ich am nächsten Tag gedacht, ich gehe mal mit der Spirulino-Route los. Aber das war leider nicht erfolgreich, nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe da auch wieder etliche Fische springen sehen, aber nicht einen einzigen ans Band gekriegt. Einen Biss hatte ich, aber leider keinen Fisch gefangen. Und da habe ich gedacht, ich werde heute Morgen mal losgehen und genau an der Stelle mit der Blinkerrute fischen. Und ich habe mich heute Morgen entschieden, erst mit Schwarz-Silber und einer schwarzen Fliege zu fischen und habe dann umgebaut auf den Rot. Kupfernen Durchlaufblinker mit einer Garnele oben als Beifangfliege und damit war ich heute Morgen sehr erfolgreich. Wo bin ich genau? Ich bin Birkel-Leuchtturm um die Spitze rumgegangen und stand an der letzten Buhne. Da habe ich in den letzten Tagen auch immer wieder die Fische springen sehen
Und heute Morgen war ich erfolgreich. Ich hatte eine Forelle gefangen, zwei hatte ich dran, eine richtig große, die ist ein Drill dann auch wirklich mehrfach aus dem Wasser gesprungen und dann leider abgegangen. Ich hoffe, dass das auf dem Film zu sehen war. Ein bisschen ärgerlich, aber es hat total Spaß gebracht. Ja, nebenbei hatte ich immer noch mal ein paar Hornhechte, viele Nachläufer, etliche Bisse, was natürlich auch Hornhechte gewesen sein können. Ich wünsche euch auch viel Erfolg bei eurem nächsten Fischen und verabschiede mich jetzt. Ich muss leider wieder arbeiten. Ist jetzt 7:30 und um 8 muss ich in der Firma sein. Bis später.